geht los. Kroatien, let's go. Dobro jutro. Man rennt ganz fit. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe noch eine Fokus genommen heute Nacht. Die wäre eigentlich heute früh gewesen, die Fokus. Naja, jetzt bin ich wieder. Also ich konnte nicht schlafen. Ne? So viel Fokus hatte ich. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Auto. Check die Lage, wie ich parken kann, wo ich parken kann, wann ich parken kann. Oder ob ich dann gleich wieder abgeschoben werde. Durch dieses geile Treppenhaus hier, wo du stramme Wagen bekommst, wie Arnold Schwarzenegger. Genau. Gucken wir mal. Also hier darfst du quasi nirgendwo parken eigentlich. Hier dürftest du. Oder darf man? Darf ich? So. Da vorne stehen wir. Natürlich direkt ein Ticket. Was ein Shit. Fürs tägliche Parken 7,60 Euro. Gut, da sage ich jetzt nichts. Ne? Aber jetzt 11,80 Euro. Keine Ahnung. Mobile Parking App hat auch nicht funktioniert. Aleco mio. Naja. Immer was Schönes. Immer was Schönes hier in Bella. In Bella Pula. Ja, das ist aber auch wieder sinnbildlich für die ganzen Apartments, die hier immer verbucht werden und vermietet werden an die Leute. Ne? Da geben die keine richtige Info raus. Die haben auch nur das schöne Eck hier fotografiert, beziehungsweise Bilder reingestellt. Die haben gerade das abgefuckte Building da vorne reingestellt, wo wir drinnen sind. Auch nicht reingestellt, dass ein Aufzug fehlt. 4-5 Stockwerke, ja, leck mich am Arsch. Ja, also so viel dazu. Nein. James, singst du uns was? Nee. Gehst du die andere Wohnung? Lecker, lecker. Mm. You got no choice. Harrison, ne? Bis wir das Haus verlassen, ist der Tag rum. Nein. So, also hier gibt es ja noch das Amphitheater, eine Arena. Ich glaube, da gibt es noch 6 ursprünglich erhaltene aus der römischen Zeit. Dann müssen wir quasi nur die Straße hier runterlaufen. Und linke Hand müsste dann diese Arena. Sieht man das, die Möwen? Schlecht. Im Hintergrund kann man es schon erahnen. Die Mauern. Weiß man nicht, wie man das benennt, wie das heißt. Ja, aber das ist halt noch ein spezieller Name. Ob man hier mit der Drohne drüber fliegen darf. Ich glaube, in Kroatien brauchst du für alles eine Genehmigung, ne? Ja. Wenn du die Drohne fliegen lassen willst. Okay. Brauchst du immer die Genehmigung des Grundbesitzers. So high, so warm. So, nächste, also Arena haben wir hinter uns. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Erzählen Sie mir. Ich weiß selber nicht mehr, wo wir hingehen, ehrlich gesagt. Wir gehen einfach so rüber. Ja. Meine Mutter, das kann. Bei Jenny, da war keiner dünn schießt.
das ist der Theater. Ah, okay, Denkmal. Hier nochmal, Denkmal für die Kämpfer des Volks. Befreiungskampfes und die Opfer des faschistischen Terrors des istrischen Volkes. Josip Broz Tito, Ivan. Ja, da wird der Tito als Held gefeiert, ja, ja. Wie heißt denn das? Weißt du es? Also das eine Point war, glaube ich, der Augustinertempel. Und das hier heißt der Gierbogen. So, jetzt erstmal genug hier. Wir laufen wieder zurück zum Apartment, oder zum Apartment, gell? Zum Auto. Zum Auto, weil die nächsten Stationen sind nicht ganz so bequem zu erreichen per Fuß oder zu Fuß. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Auto. Aber der Kleine ist schon ziemlich am Arsch. Da gucken wir mal. Und hier haben wir eine kleine, feine Kapelle. Kapelle, da. Marie. Sveta Marie. Hier, so, bitteschön. So, lass mal was snacken hier. Die Jane hat einen Hotdog. Olli, das gehört mir. So, hier. Deine Sandwich. Salami, Mami. Und hier ist noch Burek, aber das packe ich jetzt nicht aus. Ja. Kann ich mal Chivoli. So, jetzt einmal hier schön in den Käse rein snacken. Mmh. Noch warm. Mmh. Mmh. Warm. Mhm. Mmh. Wie der Haus. So, jetzt haben wir hier die Kirschfüllung. Ja, aber keine Geschirrspülung. Mhm. Mmh. 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 Ich komme bei. Mhm. Du hast das andere schon fertig gegessen. Ja. Aber ja, ja. So, wir sind jetzt in Vertula. Wie heißt das? Vertula? Nee. Keine Ahnung, auf jeden Fall steht hier vorne ganz groß Aquarium. Nein, dieser Bereich hier, also dieser Bezirk heißt Vertula oder so. Auf jeden Fall ist hier mehr. Also hier ist Vertula Beach und hier soll man angeblich ab 18.30 Uhr Delfine sehen können. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Harrison! Das gehört gerade eben rein. Der ist eben rein. Der ist rein.
das war auch schon selten gesehen. Ne? Ich hab mir hier einen Buttergrill. Wir haben jetzt hier das Essen to go, weil es zu spät wird fürs Kaufen oder für den Supermarkt. Supermärkte haben schon teilweise zu. Normalerweise haben die auch sonntags offen. Und da gab es eine Gesetzesänderung. Also müssen wir jetzt halt eben schnell um 9:30 rüber ins Kaufland fahren. Der Interspar hier hat schon zu. Genau. Und ja, jetzt haben wir hier Essen to go, wundervolle Cevapcici. Und ja, wahrscheinlich wird es kalt. Also so ungefähr sieht das Ganze to go aus. Hier haben wir die Cevape, Kaimak, so eine Art Frischkäse, Butterfrischkäse, keine Ahnung, so mäßig kann man das beschreiben. Dann so geröstete Paprikasoße mäßig, Zwiebel, nochmal selber. Und hier ist der Burger von der Jane. So, erster Tag geht zu Ende. Wir futtern jetzt das Zeug to go mäßig. Und ja, ansonsten, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, Harrison. Dich dusche ich noch. Wir suchen uns auch noch was zu essen und dann bis morgen.